Ja, man befindet uns hier im Industriegebiet Eisenthal in Waiblingen. Hier kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle eines Recyclingunternehmens. Es brennen derzeit Kunststoffe und natürlich auch die Lagerhalle. Der Brand wurde uns gemeldet um 9.30 Uhr. Wurde Feuerwehr alarmiert, die mit starken Kräften hier ist. Es ist die Polizei hier mit starken Kräften. Unsere Aufgabe war in dem Fall, dass wir das Gebiet großräumig absperren, um zum einen der Feuerwehr den Zugang zu ermöglichen zu dem Brandobjekt und zum anderen um Gefahren für umliegende Gebäude und insbesondere auch Personen auszuschließen, die unkontrolliert in diesen Einsatzraum gelangen. Ja, die Polizei war insbesondere in der Absperrung eingesetzt. Wie gesagt, das Einsatzgebiet wurde großräumig abgesperrt, um den Fahrzeugverkehr zu reduzieren, wenn nicht gar ganz auszuschließen. Und der Feuerwehr und den Einsatzkräften einfach den Zugang zum Einsatzgebiet, zum Einsatzort zu ermöglichen. Ja, die Bewohner haben vor allem zu beachten gehabt, dass sie die Fenster schließen. Dementsprechend wurde auch eine Rundfunkdurchsage gemacht, dass die Fenster ganz einfach geschlossen gehalten werden.